Johannes 19 möchte ich uns mal lesen. Ein Vers nur. Kennt den Vers? Ist eigentlich, nur, eigentlich ist es im Grundtext nur ein einziges Wort. Und dieses Wort ist so tiefgründig, so eigentlich so unbeschreiblich, dass man das überhaupt nicht erschöpfen kann. Das ist nur ein Wort im Grundtext, aber du kannst es aus menschlicher Sicht nicht ergründen. Es ist nicht möglich. Johannes 19, Vers 30 steht: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Bevor ich was sage zu diesem Text oder zu diesem Vers, bei mir selber ist mir aufgefallen, dass man eigentlich über die meisten Abschnitte der Bibel gut nachdenken kann und sie lesen kann, und da fällt einem was ein dazu oder auch nicht, aber gerade die Verse und die Texte, wo es um Jesu Leid geht, da ist eine eigentümliche Ablehnung des alten Menschen da, der diese Texte nicht richtig verstehen will. Das ist dieses Alte in uns, was sich sträubt gegen solche Abschnitte, wo es wirklich ums Eingemachte geht, wo es um das Wesentliche geht, wo es um die Rettung geht, wo es um das Werk von Jesus geht. Dort, spätestens dort, wendet sich unser Fleisch dagegen. Und das ist auch das, wenn man mit Ungläubigen spricht, du kannst mit denen über alles sprechen. Wenn man evangelistisch unterwegs ist, kannst du mit denen über alles sprechen. Du kannst über Religion sprechen, du kannst über die Bibel sprechen, du kannst über Glauben sprechen, über das Alte Testament, Neue Testament, über die Zukunft, was kommen mag. Aber dann wendest du dich dem Namen Jesus zu und kommst zu dem Wesentlichen, zum Evangelium, dass derjenige oder dass Gott heilig ist, dass der Mensch Sünder ist und dass er verloren ist. Und spätestens bei diesen Dingen scheiden sich die Geister. Man kann über alles reden, aber dort kommt es unweigerlich zu einer Entscheidung. Entweder der hört weiter zu oder der sagt: Nein, das ist mir alles nichts, das möchte ich nicht, lass mich damit in Ruhe. Ja, und dann ist es oft noch so, weil wir haben das Fleisch ja in uns drin noch, wir haben ja dieses alte Leben trotzdem noch in uns. Paulus sagt ja, das ist ein Kampf. Und Luther sagt, das Biest kann schwimmen, das alte Leben in uns. Es kommt immer wieder hoch, wie so einen großen Luftballon oder einen Wasserball, den man aufgepustet hat, den man unter die Wasseroberfläche drückt. Und wenn man den nicht richtig ausbalanciert, schwappt der sofort wieder hoch. Und so ist unser altes Ich, das will immer wieder hochkommen in bestimmten Situationen. Und dieses alte Ich, das hat Paul Washer mal gesagt, hat sehr krass gesagt, dieses alte Ich in uns, obwohl wir Christen sind, das alte Ich hasst Jesus. Das ist krass ausgedrückt, aber das stimmt. Das stimmt. Das neue Leben in uns nicht. Aber die alte Natur in uns, die lehnt Bibellesen ab, die lehnt Gebet ab. Und das ist auch die Antwort darauf, warum mir manchmal es einfach so schwer fällt, Bibel zu lesen. Oder warum uns vieles manchmal so abhält, zu beten. Das liegt daran, an diesem alten, schwerfälligen Ich, wo Jesus auch gesagt hat, der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Ja, und das hat natürlich auch mit dem Leib zu tun, aber es hat auch mit dem Prinzip Fleisch zu tun, mit unserem alten Menschen. Und das ist mir aufgefallen, und mir ist es auch aufgefallen, als ich mal über eine Reihe gepredigt habe, die hieß Etappen zum Kreuz. Als es dann hier an diese Szenen ging, da habe ich auch gemerkt, wie besonders ein geistlicher Kampf losging. Weil das einfach das Wesentliche ist, was Jesus getan hat in seinem Leben, das Kreuz. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht hier mal zu diesem Vers. Und mir geht es halt, wie gesagt, sehr nahe die Tage, weil halt wir stehen in der sogenannten Karwoche oder Osterwoche. Und da werden überall solche Texte gelesen, aber oft meist nur oberflächlich, und dann werden sie als Tradition missbraucht. Und ja, es ist vollbracht, steht hier.
Es ist der wichtigste Satz der Weltgeschichte. Und das ist letztendlich das Ziel, auf das Jesus hingelebt hat. Es war sein erklärtes Ziel, nach Golgatha zu gehen. Das ist der vor Ewigkeiten befasste Beschluss. Und es ist danach, das ist der oder nach vorzeitlich in der Ewigkeit gezogene Schluss oder Beschluss. Und es ist auch das, was nach der Zeit in der nachzeitlichen Ewigkeit immer Bestand haben wird. Das ist das, was immer dastehen wird, das Kreuz. Es ist der Dreh- und Angelpunkt des Lebens. Es ist der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Seins. Es ist der Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Daseins, unserer Identität. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, hat letztendlich den Ursprung im Kreuz, in dem es ist vollbracht. Und deswegen kann man dieses Wort nie zu hoch ansetzen oder eigentlich nie übertreiben damit, weil du kannst es mit menschlichen Worten gar nicht erklären, was das bedeutet, dieses Wort. Und wenn man das Leben des Herrn sieht, dann erkennt man, dass sein ganzes Leben darauf ausgerichtet war. In verschiedenen Stadien seines Dienstes wies er immer wieder darauf hin. Ich habe hier mal aus dem Lukas-Evangelium ein paar Verse, vier Verse, Lukas 4, Vers 21, dort steht, als er in der Synagoge zu Nazareth ist, und dann wurde er gebeten, oder es wurde ihm die Jesaja-Rolle gereicht. Da geht er ja auf ein Zitat ein aus Jesaja 61. In Lukas 4, Vers 18, da steht, der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist also ein Zitat jetzt aus Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Der Geist des Herrn ist auf mir, liest Jesus vor, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und an dieser Stelle hört der Herr auf zu lesen, legt die Rolle weg, gibt sie dem Diener, steht hier in Vers 20, und sagt, dass das jetzt erfüllt ist. Er fing an zu ihnen zu sagen in Vers 21, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Jesus, der Messias selbst, über den hier die Rede ist, steht in der Synagoge, liest sein eigenes Wort, die eigene Prophetie vor, die auf ihn zutrifft und sagt dann, das ist jetzt erfüllt. Können wir uns vorstellen, wie die alle aufgesprungen sind und gesagt haben, ah, Gotteslästerung, was bildest du dir ein? Und können wir uns lebhaft vorstellen. Ist auch so gewesen immer wieder. Aber was das allein bedeutet, derjenige, der von dem dieses Wort gekommen ist aus dem Himmel, liest es selber vor und sagt dann noch, dass es jetzt erfüllt. Und übrigens finden wir hier dieses Wort vollbracht, erfüllt, 21 am Ende. Es war erfüllt, nämlich dass dieses angenehme Jahr des Herrn auszurufen, das war erfüllt. Und dann in Vers 28 haben wir dann die Reaktion. Ja, alle in der Synagoge wurden mit Wut erfüllt. Wow, da kriegt man Gänsehaut, wenn man das hört. Der heilige Gott selbst steht dort in Menschengestalt und liest das vor. Und dann sehen wir diese Reaktion. Alle in der Synagoge werden von Wut erfüllt. Das ist ein Blick in das Herz des Menschen, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges. Sie wollten ihn umbringen. Und dann sehen wir seine Macht im Vers 30. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Sie konnten nichts, sie konnten ihm nichts anhaben. Das sind solche zu Herzen gehenden Abschnitte. Oder der nächste, Kapitel 9. Lukas 9. Lukas 9, Vers 31. Bei der Verklärung, das steht im Vers 24, Vers 29, als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. So, und diese erschienen in Herrlichkeit
und besprachen seinen Ausgang, also den Ausgang Jesu, den er in Jerusalem, jetzt kommt wieder das Wort, erfüllen sollte. Und dann haben wir ja diesen Einwand von Petrus, naja, wo der Herr ihn dann auch etwas zurechtweisen muss, weil er so ja, manchmal auch sehr vorlaut war. Und aber hier kommt Mose und Elia kommen in Herrlichkeit. Von Elia haben wir am Sonntag gehört. Ja. Und besprechen den Ausgang, also das, was in Jerusalem am Kreuz passieren wird. Das hat Jesus mit Mose und Elia besprochen. Welche Einzelheiten wird uns nicht gesagt. Aber auch das, was muss das für eine wunderbare Situation gewesen sein? Die Jünger waren dabei, ein paar, und die haben das gesehen, die haben das, die strahlende Angesicht gesehen. Das heißt, als er betete, veränderte sich das Aussehen des Herrn, das wurde strahlend. Vielleicht auch so ein Querverweis, wenn man betet, wenn man viel betet, verändert man sich, wird man verändert durch den Herrn. Dann die dritte Stelle, Lukas 12, Vers 50. Ich lese mal ab Vers 49. Hier geht es darum, wie Jesus die Menschen in geistlicher Beziehung trennt, in gläubig und ungläubig. Das ist ja heute sowieso ein total heißes Eisen. Ja, sobald es darum geht, dass etwas trennend wirken könnte, wird man allergisch. Man will immer alles zusammenhalten, das ist ja grundsätzlich auch richtig. Man will ja Frieden, das ist immer richtig, aber nie Frieden auf Kosten der Wahrheit. Nie Frieden auf Kosten oder nie Einheit auf Kosten der Wahrheit. Das ist das, was die Schrift uns an keiner Stelle zeigt. Und da heißt es, ich bin gekommen, Vers 49, Feuer auf die Erde zu werfen und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, sagt der Herr. Und wie bin ich bedrängt? Und jetzt kommen wir dem Kreuz näher, bis sie vollbracht ist, steht jetzt hier. Vollbracht. Zumindest steht es hier in der Elberfelder so, mit vollbracht. Weißt du, wie es in Luther jetzt steht? Bis sie vollbracht ist. Das ist das gleiche Wort, welches verwendet wird. Also im Grundtext. Denkt ihr, ich bin gekommen, Frieden auf die Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein, 3 mit 2 und 2 mit 3. Es werden entzweit sein, Vater mit Sohn und Sohn mit Vater, Mutter mit der Tochter und Tochter mit der Mutter, Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Dann geht es um geistliche Wahrheiten. Der eine bleibt ungläubig, der andere kommt zum Glauben. Und schon ist eine Trennung da. Ja. So, und dann die nächste Stelle, die vierte Stelle ist Kapitel 18, Lukas 18, Vers 31. Hier geht es um die Voraussage des Herrn, wie er hat ja mehrmals seinen Tod angekündigt, den Jüngern. Und hier wieder, Lukas 18, Vers 31. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Aber der Vers, den ich schwerpunktmäßig meinte, ist Vers 31, sie gehen nach Jerusalem, bis alles vollendet oder dort wird alles vollendet. Das ist das gleiche Wort wieder. Dieses vollendet. Ausführen, vollenden, vollbringen. Und wir sehen, dass das ganze Leben des Herrn von dem Zeitpunkt, als er auf die Erde kam, darauf ausgerichtet war, die
diesen Weg zu gehen, dorthin zu gehen, nach Jerusalem zu gehen, alles war dem untergeordnet. Alles war seiner Hingabe an seinen Vater untergeordnet. Hier könnte man auch eine Parallele ziehen auf uns, weil er ist ja unser Vorbild. Und dass wir uns fragen, inwieweit in unserem Leben alles dem großen Ziel untergeordnet ist, Jesus zu verherrlichen. Und da ist der Herr natürlich das vollkommene Vorbild wirklich. Und da habe ich mir hier als Anwendung Kolosser 4, Vers 17 dazu geschrieben, für mich, für uns, wo ich auch immer wieder denken muss an diesen Vers, was mein Leben angeht. Wie Paulus hier sagt, sage zu Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Hier geht es auch um Erfüllen oder Vollbringen. Sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Kolosser 4, 17. Erfüllen oder vollbringen oder ausführen. Der Herr hat es für uns vollbracht, damit wir ihm dienen dürfen und unseren Dienst vollbringen dürfen, ausführen können. Das wäre also die praktische Anwendung jetzt für uns. Ja, wir sind ja gerettet, nicht für uns selbst, sondern gerettet zum Dienst. So. Und interessant ist, dass das im Alten Testament schon vorgeschattet ist, dieses Wort. Psalm 22. Der Psalm 22 ist ja ein messianischer Psalm auf den Herrn hin. Er spricht natürlich von David, aber wir haben hier ganz klar Prophetie auf den Messias, auf Jesus. Geht ja los mit Vers 2 auf den Bezug zum Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind ja die Worte, die Jesus am Kreuz zitiert, das wissen wir ja. Und wenn wir hier in Psalm 22 das Kreuz sehen, wo Jesus hängt und schreit, dann haben wir einen direkten Bezug zu Johannes 19. Da hängt er auch am Kreuz und schreit und ruft und leidet. Und in Psalm 22 ist es vorgeschattet. Und wenn wir den ganzen Psalm lesen, finden wir ganz viele Parallelen in die Kreuzigungsszene rein. Dass sie die Lippen verziehen, dass sie spotten, dass Durst da ist. Ja, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt an meinem Gaumen, Vers 16. Das wäre zum Beispiel der Bezug zu Johannes 19, Vers 28, wo Jesus sagt, mich dürstet. Ja? Das Wasser des Lebens sagt, mich dürstet. Das ist unvorstellbar. Das Wasser des Lebens sagt, mich dürstet. Und das ist im Psalm 22, eigentlich in fast jedem Vers finden wir hier Parallelen. Und dann eben zu unserem Vers oder Wort, dass es vollbracht ist, im letzten Vers des Psalms. Im letzten Vers des Psalms, im letzten Teil des Satzes. Ich lese mal den ganzen Vers 32. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Also lag in der Zukunft. So, und jetzt kommt der Nachsatz. Denn er hat es getan. Das ist die Entsprechung, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Er hat es vollbracht. Er hat es getan. Es ist faszinierend, wenn man diese ganzen Verbindungen sieht hier. Es ist unglaublich. Und dann finden wir in Psalm 57, Vers 3, das ist ebenso interessant. Als David vor Saul flieht, sich in der Höhle verborgen hält, betet er, Vers 2, sei mir gnädig, Psalm 57, Vers 2, sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele, im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, und jetzt kommt's, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Oder der es für mich vollbringt. Das ist wieder der Bezug. Und was machen wir denn, wenn es uns
Wir sollen es ja auch in guten Zeiten machen, aber besonders, wenn wir ja, eine Zeit verspüren oder haben, die uns Kraft raubt, die uns anstrengend ist, die uns vielleicht ängstigt oder Schmerzen zufügt. Was machen wir? Wir machen genau das. Wir rufen zu ihm, sei mir gnädig, oh Gott. Ich darf mich bei dir bergen, im Schatten deiner Flügel, bis das vorübergezogen ist. Ich rufe zu dir, du wirst es für mich tun, Herr. Du wirst mir helfen. Wir machen das genauso wie David. Wir wenden uns dem Kreuz zu, an dem Jesus gehangen hat. Wir wenden uns an den Herrn selbst. Und das finde ich so faszinierend, dass ich durch die ganze Schrift geht das mehr oder weniger so. Und dann möchte ich gerne noch kurz erklären, zum Schluss, was dieses Wort vollbracht bedeutet im 19, Vers 30 im Johannesevangelium. Es ist eigentlich nur ein Wort im Grundtext. Ein einziges Wort. Tetelestai heißt das. Das haben wir vielleicht schon mal gelesen oder gehört. Ist relativ bekannt. Das heißt also, wenn wir es mal lesen nochmal in Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, und dann steht Tetelestai. Und als er dieses Wort gesagt hatte, neigte er das Haupt und übergab den Geist. Also er ist selbst in seinem Tod noch der Aktive, der Bestimmende. Er gibt den Geist ab. Niemand anderes nimmt ihn von ihm. Er selber gibt sein Leben und nimmt es wieder dann am Ostersonntag. Aber bei diesem Wort zu bleiben, Tetelestai, es ist hochinteressant, was das im Altertum zu dieser Zeit bedeutet hat, dieses Wort, und wozu dieser Begriff benutzt worden ist. Mindestens in drei Bereichen der Gesellschaft wurde dieses Wort Tetelestai verwendet und wiedergefunden. Bei Ausgrabungen und Geschichtsschreibern. Der erste Bereich war im Bereich des Sklaventums oder des Knechtes, wenn jemand einen Sklaven hatte. Also heute würden wir sagen, einen Angestellten, der die Aufgaben des Herrn oder des Arbeitgebers zu erfüllen hatte. Es war ja kein Sklaventum im Sinne von Afrika. Das gab es allerdings auch, den Missbrauch gab es auch, aber das Sklaventum im Neuen Testament war, wenn es richtig eingesetzt wurde, eigentlich ein anderes. Es war, dass diese Sklaven normalerweise relativ fair behandelt wurden und auch nicht geschlagen wurden. Es gab immer Missbrauch natürlich, aber es war nicht zu vergleichen mit diesem Galeerensklaventum, wie wir es kennen aus Afrika, wo John Newton dann letztendlich die für diese Befreiung gesorgt hat und Amazing Grace dann auch geschrieben hat, weil er selbst zum Glauben gekommen ist auch. Ja, und da haben wir hier also dieses im Bereich des Sklaventums, also jemand, der einen Herrn hatte, der gekauft wurde, der einen Eigentümer hatte, der für ihn gearbeitet hat. Wenn der losgeschickt worden ist mit einer Aufgabe, einer wichtigen Aufgabe von seinem Arbeitgeber oder Herrn, kam der zurück zu seinem Arbeitgeber und hat zu ihm gesagt, Tetelestai, die Aufgabe ist erfüllt, die du mir gegeben hast. Und das ist ja sofort eine Parallele da, dass Christus Sklavengestalt annahm und ans Kreuz ging für uns. In Philipper 2 können wir das lesen. Die zweite Bedeutung war im damaligen Finanzwesen, wenn jemand Schulden hatte, gab es Schuldbriefe oder Schuldscheine, Schuldtafeln, Schuldsteine, Steintafeln zum Beispiel oder Papyrusrollen. Und interessant ist, wenn jemand einen Kredit aufgenommen hat, wurde so ein Schuldschein letztendlich erstellt oder eine Schuldtafel, je nachdem, was man benutzt hat. Und wenn der Kredit abbezahlt wurde und die letzte Rate wurde beglichen, nahm, ich sage es mal mit meinen Worten, die Bank, der Bankangestellte nahm Werkzeug oder einen Griffel mit Feder und schrieb quer rüber, über den Schuldschein, Tetelestai. Es ist vollbracht. So, und dann haben wir in Kolosser 2, Vers 14 bei Jesus stehen, er hat den Schuldschein gelöscht. Diesen Schuldschein, den wir nie abtragen konnten, unsere ganzen Schulden. Das ist also der zweite Bereich, im Finanzwesen wurde das Wort gebraucht. Und der dritte Bereich
war im rituellen Opfersystem der Juden. Nun, das liegt wahrscheinlich auf der Hand, dass dieser Bezug auch da ist. Es gab Tempeldiener und die Tempeldiener wurden beauftragt, wenn ein Lamm gefunden werden soll, was tauglich ist zum Opfern. Es musste ein Lamm sein ohne Fehler, ohne Makel, ohne Flecken. Es musste ein gesundes Lamm sein, ein einjähriges. Es musste ein Lamm sein, was ohne jeglichen Fehler und Makel ist. So, und dann hat der Tempeldiener sich auf die Suche gemacht, hat die Herde durchsucht und hat das beste Lamm rausgesucht. Dann hat er das Lamm angebunden und ist mit dem Lamm zum Tempel gegangen, ist zum Priester gegangen und hat zum Priester gesagt, Tetelestai, das Opferlamm ist gefunden. Dann haben wir den direkten Vergleich, den direkten Hinweis zum Kreuz. Als der Täufer Johannes Jesus sah, was hat er gerufen? Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder 1. Korinther 5, auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Also es ist hochinteressant und es ist faszinierend, in welchen Bereichen dieses Wort benutzt wurde und wie tiefgreifend das eigentlich ist, dass wir das überhaupt nicht ausloten können. Und das ist mir sehr wichtig gewesen, besonders auch jetzt in dieser Woche, darüber nochmal nachzudenken. Und ich möchte hier abschließen mit einem Zitat von John MacArthur aus diesem sehr guten Buch hier, Tatort Golgatha. Tetelestai ist eine Proklamation des Sieges. Johannes berichtet über die Kreuzigung. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und im griechischen Text besteht dieses sechste Wort aus einem Begriff, haben wir gerade gehört, Tetelestai. Lukas 23, Vers 46 deutet darauf hin, dass er bei diesem Ausruf mit lauter Stimme sprach. Also so, dass es alle hören konnten. Das Opferlamm ist gefunden. Die Handschrift ist zerrissen. Und die Aufgabe ist erfüllt. Und dann schreibt er weiter, dies war ein triumphierender Ausruf, der viele Bedeutungen umfasste. Damit ist nicht nur gemeint, dass sein irdisches Leben vorüber war. Vielmehr wollte er damit sagen, dass das Werk, das der Vater ihm aufgetragen hatte, jetzt vollendet war. Obwohl er, als er dort hing, in jeder Beziehung wie ein mitleiderregendes, ausgezehrtes Opfer aussah, errang er jedoch den größten Triumph in der Geschichte des Universums, weil das Sühnungswerk Christi vollendet und die Erlösung für Sünder vollbracht war. Deshalb stand sein Sieg fest. Christus hatte für Sünder alles erfüllt, was das Gesetz Gottes von ihnen forderte. Es war die vollständige Sühnung. Alles, was das Zeremonialgesetz vorschattete, hatte seine Erfüllung gefunden. Gottes Gerechtigkeit war genüge getan, das Lösegeld für die Sünde war vollständig bezahlt. Der Lohn der Sünde war auf Ewigkeit bezahlt worden. Nun brauchte Christus nur noch zu sterben, damit er wieder auferstehen konnte. Aus diesem Grund kann man dem Erlösungswerk auch nichts hinzufügen. Nichts. Keine religiöse Zeremonie, weder Taufe noch Bußübung können irgendein anderes menschliches Werk muss hinzugefügt werden, um sein Werk wirksam werden zu lassen. Keine zusätzlichen menschlichen Werke könnten je die Sühnung, die er am Kreuz erwarb, vervollkommnen oder ergänzen. Der Sünder muss nichts dazu beitragen, wenn er Vergebung oder eine rechte Stellung vor Gott erlangen will. All das, was Christus getan hat, genügt zu unserer völligen Errettung. Tetelestai. Sein Sühnungswerk ist vollbracht, und zwar vollständig. Und dann schließt er hier mit Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 8 bis 9.